Sag, hör uns, wovon träumst du eigentlich? Das nagst. Mein Gott, nochmal, so ist das, nicht? Wenn in der Busjür geht, Verstand flöte. Und mach die Schnitte so breit, so viel näher reißt zum Mord. Oh. Sag, Meta, wann kühlt eigentlich die Nesthäkchen der Trina aus der Türkei zurück? Oh, der Mütter hat lang wieder da sind. Hoffentlich ist doch nichts passiert. Du kennst doch den Trinchen. Ja, das ist es ja gerade, weil ich das kenne, manchmal so ein Sorsch. Jetzt pass auf, das geht bestimmt bald aus der Türkei zurück, geflore. Na, ich bin ja auch ans geflore. Ja, wohin? Mallorca. Und, war es schön? Viel Kölsche. Ja, die sieht man ja überall. Ja, aber auf dem Fluch, da ist vielleicht Dinge passiert, sag ich dir. Was ist dann passiert? Ja, nach dem Start hätte der Pilot einen Durchsag gemacht. Ja, und was hätte gesagt? Der hätte gesagt, willkommen an Bord. Sie fliegen in 8 Kilometer Höhe. In Mallorca ist er warm. Und wir wünschen einen guten Flug. Ja, das sagen die doch immer. Ja, aber dann hätte er vergessen, das Mikro auszumachen. Und hätte noch hinterher gesagt, so, jetzt trinke ich mir noch ein Jotas Kaffee. Und dann pupp ich die Stewardess drum und dann wieder. Du leben Jod! Das kann ich dir sagen. Hätte natürlich jeder geholt, ne? Auch die Stewardess. Die kleine so einen Äpfel, läuft der Young lang vorn auf die Kabine an und wie die bei mir vorbei, kürzt euch Fräulein, sie brauchen sich ja nicht so zu beeilen, der trinkt ja jetzt noch das Kaffee. Eiersalz. Meta, sag Meta, Meta. Was geht's noch? Meta, kannst du mir vielleicht ein Stückchen Butter oder das Öline? Jank, sie das kaufen, gewöhnen sie an die Preise. Da ist dir ein jetzt aufgefallen, da drüben in dem Haus Nummer 17. Das ist doch eine neue Mieterintrig. Das stund doch die ganze Zeit leer. Ja, das wundert mich nicht bei dem, was das kostet. Also, das sieht aus, als wie's, wenn's da eine Frau wäre. Moment, das haben wir zurück. Oh ja, ein ganz klitzekleine. Jeck, andersrum. Ach so. Ja, das ist eine Frau. Aber die ist ja nicht klitzeklein, die ist eher jetzt füllig. Wie so Dinker lieber, ne? Dicke Viva Kaschit liege. Willst du damit vielleicht sagen, ich für dich? Ja, das will ich froh sein. Du bist schlank wie eine Strohhalm in einem leeren Cocktailglas. Ja, ich habe ja wohl eine Traumfigur. Ja, ganz viel davon. Mitte, ich glaube nicht. Mitte, halt dich fast. Was ist los, was ist passiert? Das ist doch die berühmte kölsche Volksschauspielerin. Du Jäger, ich stand doch nicht von dir. Was für eine berühmte Volksschauspielerin? Na, die ein doch. Was für ein doch, das nicht gut da. Doch nicht, das nicht gut, dann ist doch nur der ganze da am Singen. Ja, du meinst doch nicht, das Lotti Krekel. Wie? Läuft das noch? Ja, das. Im Ernst? Ja, der läuft auch noch. Ja, aber das meine ich nicht. Hör mir, das passt doch ja nicht in unser Fädel. Das ist ja so fürnehm, wenn das Wort Puppe nur hört, ist das der ganze Tag krank. Ja, dann geht's ja nur noch ein. Das Trude. Genau, die ist es. Jedenfalls sieht die genauso aus. Lass ihn. Tatsächlich, da Trude höchstpersönlich die Prominenz bei uns in der Straße. Ja, wenn das kein Führung von unserem Herrjötchen ist. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, überlegt uns, was das für eine Chance für mich hoch, wie habt ihr doch der Hanni ist. Sag, Meta, wenn ich jetzt fragen darf, in was ist dann den doch der Hanni so hoch bejabt?
Ich meine, außerdem, was die ganze Fußballverein Nippes 12 sowieso schon weiß. In der Kunst, du Funz! Ja, ist er das dann noch nie aufgefallen? Und dann ist so eine berühmte Schauspielerin bei uns in der Straße. Die könnte ihm doch Joden so ein bisschen Vitamin B in die Furt teuer. Immer. Das hätte ein bisschen Vitamin B in der Kopf teuer. Ja, an der Furt hätte doch schon genug davon. Also du bist doch ein wirklich widerliches, altes Fräsen, du. Du das besser machen, dass du den Talentknubbel in eine Körnerin erleben lässt, bevor du den Löffel aufgibst. Ich den Löffel aufgebe? Ha, im Leben nicht. Ich habe doch gerade eine Hierrotsanzeige abgegoffen. Was hast du? Ein Hierrotsanzeige abgegoben? Ja, was hast du dann doch hingeschrieben? Einsame Witwe mit Pferdeschwanz sucht jungen Mann mit eben solchem. Ja, wer puppt dann so jetzt? Also Rosa, du weißt ja, dass es ganz furchtbar schwer ist, einen Mann zu finden, der sensibel ist und dabei auch noch gut aussieht. Ja, das siehst du jetzt. Ja, die meisten von denen haben also eine feste Freund. Was? Also Meta, ich habe ja gehört, dass verheiratete Männer viel länger leben als wie Junggeselle. Quatsch, die leben nicht länger, das könnte ja nur so für. Aber hör uns, Rosa, dass du so viel Flocke hast, ne? Da musst du unbedingt in die Anzeigschmiederinnen schreiben, sonst meldet sich ja keine Sau. Und ach, du bloß kein Foto dabei. Wenn ich es sonst sehe, gefällt mir mein Foto wieder ganz gut. So, Schätzchen, und jetzt machen Flitz, ne? Schnappt er die Butter aus dem Eis, ich muss wieder machen. Ja. Und vielen Dank für die Butter. Ich bring sie auch bestimmt wieder, ne? Das kennen wir. Ach, Meta, ich habe ja so viel Arbeit. Ich weiß ja manchmal, für laute Arbeit, ja, nämlich, ob ich Mensch oder wie ich bin. Ja, dann lud uns noch. Denkt ja sonst keiner.